Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin wie immer André und heute schmiere ich euch mal eine. Ja, was hat das zu bedeuten, euch eine schmieren? Ja, ich habe mich ja mal so ein bisschen umgehört und es soll ja am Wohnwagen Punkte geben, die man regelmäßig schmieren muss. Und zwar, wo man so richtig Fett reindrücken muss. Das nennt sich, das sind so eine Art Schmiernippel, wo man da quasi rangehen muss mit einer Fettpresse und da muss man so richtig schön frisches Fett reindrücken und das alte drückt man dann quasi weg. So, und da habe ich mir erstmal eine Fettpresse bestellt und die Füllung dazu, das Fett. Und das ist jetzt gekommen und das wollte ich gerne jetzt mal mit euch zusammen auspacken. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach diesen Schmiernippeln. Also wollen wir mal gucken. So, dann wollen wir mal gucken. Wie gesagt, das Paket ist angekommen und ja, kann man ja, es gibt so viele verschiedene Anbieter im Internet und da müsst ihr einfach mal gucken. Kostet 15 Euro das Teil. Hier haben wir eine Verlängerung, so wie es aussieht. So, den Karton brauchen wir nicht. Zack. Ja, da hast du hier die Verpackung und auf dieser Verpackung ist auch ganz genau beschrieben, wie du denn diese Fettspritze bedienst, beziehungsweise wie du denn auch die Füllung da einbringst. Und ja, packen wir das ganze Ding mal aus. Ja, na klar, das ist jetzt zu. Ich hoffe, das wackelt nicht zu sehr mit der Kamera. So, dann haben wir schon mal die Spritze hier. Okay. Ja, da kannst du das hier oben. Dann drehst du quasi das hier oben ab. Und dann hast du das auf. Ist schon ein bisschen, ein kleines bisschen Fett drin, also ist das wahrscheinlich schon, hat das schon einen Funktionstest hinter sich. Und ich glaube, du musst das einfach hier hinten mit ganz viel Kraft zurückziehen. Da ist eine Mörderfeder drin, die spannst du denn damit. Und dann hast du denn hier, wie bei einer normalen Silikonpresse, hast du denn hier die Öffnung. So, was haben wir hier denn noch? Haben wir hier noch so zwei Teile. So, muss ich erst mal gucken. Hast du die Verlängerung hier? Das wird hier reingedrückt. Das kommt auf die Fettpresse rauf. Also erstmal machen wir dann diese Verlängerung hier. Stecken wir zusammen, schrauben wir zusammen. Hier oben rein. Jetzt rollt das Ding weg. Na komm. Ja, mit ein bisschen Gefühl geht das. Bleibt da. So, das haben wir auch. Das ist ja recht einfach. Zack. Das war jetzt gerade, das war ja ganz schlau, ne? Das ist jetzt für fest. Guck mal. Ich glaube, das habe ich nicht richtig gemacht. Oh, muss ich wieder auseinander machen.
Ja, du hast jetzt hier zwei verschiedene Möglichkeiten. Du hast jetzt kannst hier einmal hier dieses starre Rohr nehmen und wenn du jetzt Schmiernebel hast, wo du jetzt direkt dran kommst, also ohne um die Ecke zu müssen und so, kannst du das hier nehmen. Wenn du das ein bisschen flexibler handhaben möchtest, dann kannst du diesen Schlauch hier rauf machen. Das machen wir jetzt mal. So, einfach fest. Rucki zucki. So, dann mache ich das hier nochmal wieder ab. Wenn ich das überhaupt wieder abkriege, heißt das. Das habe ich ja wieder ganz schlau gemacht. Wahrscheinlich muss ich mir gleich meinen Werkzeugkoffer holen. Sag mal, Kruschi. So, jetzt habe ich mir eine Zange geholt. Ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen was Kleines dabei hat. Und das ist dann natürlich jetzt eine Lachnummer, das hier wieder abzumachen. So. Ja, also kommt das jetzt hier rauf. Das ist der Aufsatz, der dann auf den Schmiernippel raufkommt. So. Ganz wichtig ist dann, dass man hier vorne, wenn man das sehen kann, dass man das hier vorne löst, diese Feststellschraube, damit man dann quasi das auf den Schmiernippel drückt. Dann gibt das nämlich nach und dann setzt man das fest, dass es dann beim Schmieren ja nicht abfliegt. Dann fettet man das und dann ja, muss man dann quasi, um das dann wieder zu lösen, muss man die Schraube dann wieder lose machen und dann kannst du das dann wieder vom Schmiernebel abziehen. Das ist ganz wichtig. So, aber wie gesagt, das gucken wir gleich mal, das probieren wir dann gleich mal aus. Dieses Teil brauchen wir dann jetzt erstmal nicht. So, dann habe ich ja noch die Füllung. Da haben wir es. Das ist ja ganz normales Mehrzweckfett. Und ja, es ist nichts Besonderes. Kriegst du auch, meistens kriegst du das irgendwie im Set gekauft. Oder die, die das gekauft haben, haben meistens das gleich mitgekauft. Und dann weißt du ja Bescheid, ne? Dann, wie das denn läuft. Ja, also das ist dann die Füllung. Da hast du dann hier unten hast du dann einmal zum Öffnen. Und hier oben machst du das dann auch einmal lose. Ne? Also. Werden wir das jetzt mal einmal öffnen. Zack. Wow. Schmierig. Aber soll ja auch so sein, ne? Genau. Hast du das hier einmal auf? Das war ganz klasse. So. Dann drehst du das hier unten auch auf. Und da hast du denn das so. Na? Okidoki. So, und dann packst du dann die Füllung. Packst du denn hier so rein. Einfach reinschieben. Versuchen wir das nochmal. Jetzt hat es geklappt. Habt ihr gesehen? Ich habe es jetzt noch weiter zurückgezogen. Also man muss das wirklich mit ganz viel Kraft nach hinten zurückziehen, die Feder. Und dann kriegst du die Kartusche auch hier bis zu diesem Rand, kriegst du dann auch rein. Ne? So, jetzt werde ich mir aber erstmal einmal ganz kurz die Hände abwischen. Und dann setzen wir das hier einfach ein. Schön zu. Okidoki. Ja. Ja, und dann haben wir hier schon, ich versuche das mal. So ein kleines bisschen schon mal zu drücken. Ja, da kommt es. Hört sich irgendwie komisch an. Ja, gut, okay. Aber seht ihr das? Da wird das hier quasi richtig rausgepresst. Na, das ist das, was dann in diesen Schmiernebel reingedrückt wird. So, das machen wir jetzt noch mal ein bisschen sauber hier. Gut, das sollte es gewesen sein hier erstmal von drinnen. So,
Ja, das war es jetzt erstmal von hier drin. Wir haben die Fettpresse zusammengebaut. Auch für mich war das jetzt eine Premiere. Ich habe das noch nie gemacht. Und ja, klappt natürlich nicht immer alles gleich beim ersten Mal, aber das kennt man ja. Gut, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal nach draußen und dann gucken wir mal, wo da die Schmiernibbel sind. Und los geht's. So, jetzt sind wir an der Deichsel. Um natürlich jetzt besser ranzukommen, müssen wir die Abdeckung erstmal abnehmen. Mal gucken. Da haben wir schon mal ab. So. Tja. Wo haben wir denn hier? Ah, da sehe ich schon mal einen. Ich muss hier mal. Ich mache jetzt einfach ein bisschen sauber. Vorne. Wahrscheinlich wäre ich da auch so rangekommen, ohne die Abdeckung abzunehmen. Boah, das ist richtig altes Fett da dran. So. Okay. So, könnt ihr das gut sehen? Wahrscheinlich gar nicht, ne? So, ich zeige euch das mal hier. So. Da haben wir den Schmiernippel. Da ist er. Ja, immer wenn es am schönsten ist, dann ist die Batterie alle. Also, ich habe die Abdeckung abgenommen und habe den Schmiernippel hier gefunden und etwas gesäubert. Und hier wollen wir jetzt, also da, und da wollen wir jetzt mal sehen, dass wir da mal ein bisschen Fett reinkriegen. Und dazu nehmen wir jetzt diese Fettpresse. So, und dann müssen wir hier vorne müssen wir aufdrehen, damit sich das dann leichter da raufdrücken lässt. Drücken wir da einfach rauf da. So, und dann schrauben wir das quasi fest. Dann setzt er sich ja quasi, da hat er vorne so einen Kranz und dann greift er quasi um den Kranz drumherum. So, und ist fest, kann auch nicht ab. So, und jetzt drücken wir mal. Da frisches Fett rein. Zack, einmal. Man sieht das schon hier, dazwischen kommt das neue Fett raus. So, das reicht auch schon. Mehr brauchen wir gar nicht machen, weil wir sehen, dass da das Fett schon rauskommt. So, dann lösen wir hier die Klammer wieder. So. Zack, so, ab ist er. Ein bisschen Fummelkram. Aber man sieht jetzt richtig schön. Könnt ihr das sehen? Ich bin mit der Kamera ein bisschen dichter dran. Ja. Könnt ihr das sehen? Da ist richtig schön neues Fett rausgekommen. Und da unten auch nochmal. So. Da unten, da ist auch nochmal frisches Fett rausgekommen. Das wische ich jetzt gleich weg. Und dadurch weiß ich jetzt, dass das richtig schön neu geschmiert ist. Einen anderen Schmiernippel habe ich jetzt leider nicht gefunden. Ich habe also wirklich jetzt nochmal überall nachgeguckt. Ich habe auch reingeguckt und so irgendwo dazwischen, aber ich habe nichts anderes gefunden. Ich habe mich sogar eben unter den Wohnwagen gelegt. Ich habe bei der Achse geguckt. Da sollten eigentlich auch Schmiernippel sein. Habe ich auch nicht gefunden. Da werde ich mich jetzt nochmal demnächst mal richtig schlau machen bei einem Wohnwagenhändler. Ich denke mal, jeder Wohnwagen, jede Deichsel ist irgendwie ein bisschen anders. Kommt auch immer auf das Baujahr drauf an. Deswegen ist das bestimmt von Modell zu Modell verschieden. So, hier bei meinem muss ich gucken, ob es wirklich nur da eine Schmiernippel ist. Oder ob da noch irgendwo einer ist, den ich nicht gefunden habe. Ansonsten macht das auch mal, schmiert mal
eure Feststellbremse ab und so, damit das auch alles immer gewährleistet ist, dass das auch gut funktioniert. Okay, das war's von mir. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald, euer André. Tschüss.